Hallo zusammen. Heute gibt es wieder ein Tutorial zu Capture One und ich zeige euch heute, wie man eine andere Methode eben, wie man Dodge and Burn in Capture One umsetzen kann. Und gleich nach dem Intro geht's los. So, für diese Methode brauchen wir zwei Tools. Ich habe die hier jetzt einmal schon schwebend eingefügt, damit wir bessere Übersicht haben. Und ich starte gleich einmal und füge eine leere Anpassungsebene hinzu und die nenne ich jetzt einfach Burn. Dann gehe ich mit dem Helligkeitsregler auf minus 50 und kopiere mir die Maske von der Haut. Die habe ich schon vorher bearbeitet und wir haben schon unser Burn. Nee. Wir gehen jetzt hier weiter in den Luminanzbereich und diesen Part habe ich in meinem Video Luminanzmasken schon erläutert, wie das Tool funktioniert. Ich gehe hier einfach mit den Anfassen runter, zeige meine Maske nochmal an und schiebe das Ganze runter, bis ich meine, dass es für mich passt. So. Und dann gehe ich mit den zweiten Anfasser zurück, dass das recht smooth wird. Dann kann ich mit den Radius hier noch die harten Kanten ein wenig zurücksetzen, ein bisschen weicher machen und dann weiß ich das Ganze zu. Dasselbe mache ich jetzt mit einer weiteren leeren Ebene, diese nenne ich jetzt der Dodge. Hier kopiere ich mir jetzt da wieder meine Maske von der Ebene Haut. Hier gehe ich aber mit den Helligkeitsregler auf 50. Und dann geht es wieder weiter in den Luminanzbereich. Nur fange ich hier auf der anderen Seite an. Ich blende meine Maske hier wieder ein und schiebe das Ganze so weit nach vor, dass es wieder passt. So. Etwa so. Und wir smoothen das Ganze ein bisschen wieder aus. So. Radius ein bisschen raufsetzen, zuweisen. Und wir haben unser Dodge and Burn. Damit es nicht ganz so weird ausschaut, einfach Deckkraft drauf gehen. Und ich sage mal, bei Burn brauchen wir so 30 bis 40%. Und bei Dodge gehen wir ein bisschen weiter runter. So. Gut, also. Burn, Dodge. Es ist eine coole, schnelle Variante, dass man das eben in Dodge, in Capture One schon umsetzen kann, dass man nicht unbedingt in Photoshop oder Affinity Photo reingehen muss. Und ich finde die Variante ganz cool. Wende ich in letzter Zeit öfter auch an in Capture One. Ja, das war's mal zu meinem Quick-Tipp und wenn euch das Video geholfen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für die Benachrichtigungen für die nächsten Tutorials zu Capture One und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Leute!